rausgerufen. Es ist zwar gut, dass ich nicht mehr auf den Sniper gucken muss, aber trotzdem. Ich weiß nicht. Könnte eng werden. Oh. Das sollte logischerweise auf beide Auswirkungen haben. Bist du verletzt? Was ist, Mann? Ich rieche den Tod. Dead! Was willst du, oder? Aber der bemerkt das gar nicht. Das könnte sogar noch besser funktionieren, als ich dachte. Bleib erstmal zurück. Gehen wir's an. Aber wenn der nicht den bemerkt. Was für ein Job. Du kannst schon versteckt bleiben. Jetzt. Wenn der Patrouillierende den nicht bemerkt, dann kann ich ihn doch auch eigentlich messern. Dann brauche ich keine Flasche zu opfern. Die brauche ich vielleicht bei denen oder bei den zwei. Neues Spiel, neues Glück. Gehen wir's an. Habe ich nicht so simpel dran gedacht oder was ist da was schiefgelaufen, dass ich den nicht einfach getötet habe? Auf geht's. So. Kleinigkeit. Nein. Ich hätte Messerwurf machen sollen. Hat hier jemand einen Arzt gerufen? Doc, komm her. Vielleicht brauche ich dich nochmal. Alles klar. Mhm. So, ich bring jetzt den um. Wer ist da? Oh. Lauf ja nicht weg. Weißt du, ich lieg da K.O. Lauf ja nicht weg. Auf geht's. Vorwärts. Was ist mit dir? Beim ersten Mal ging's doch klasse. Dann mache ich halt Move-Messer, meine Güte. So geht dann anders. Dann wollen wir mal. Bist du verletzt? Ja. Ja. Der kommt normalerweise nicht so schnell raus. Okay. Dann wollen wir mal. Okay, es funktioniert auch nicht. Wie weit sieht er eigentlich? Eigentlich nicht bis zur Treppe. Theoretisch würde er sogar gehen. Dann wollen wir mal. Wer bist du? Ja. Alles klar. Komm her. Zack, zack. Zack, jetzt brauche ich einen Sichtradius. Kleinigkeit. Alles klar. Jetzt holst du sein Messer? Wieso siehst du mich? Jetzt oder nicht? Was? Wer bist du? Kleinigkeit. Kleinigkeit. Angekommen. Ist dein Messer wieder? Jetzt oder doch. Nicht? Doch. Was? Was? Jetzt sieht das doch. Weißt du, den hat er nicht gesehen vorhin, aber den da hinten sieht er. Beziehungsweise mich. Alles klar. Auf geht's. Kleinigkeit. Oh, der nervt da hinten. Alles klar. Wieso sieht der mich? Der kann doch unmöglich so einen Radius haben. Hat er ein Fernglas auf oder was? Immer
diese Warterei? Fett vos jeux. Oh la la. Alles oder nichts. Ah. Okay, der lässt sich zumindest weglocken. Ich wittere Ärger. Immer diese Warterei. Ja, und jetzt? Faites vos jeux. Oh la la. Was macht der denn da? Dauert nur eine Sekunde. Achso, da sieht die Leiche. Wer bist du? Da sieht die Leiche, deswegen rastet er aus. Die kriege ich halt auch nicht da weg da. Alles klar. Wer bist du? Die kriege ich halt auch nicht weg. Was für ein Job. Deswegen funktioniert der Keks nicht hier. Immer diese Warterei. Weiter geht's. Gehen wir's an. Nein, ja, das wird nichts. Zu viel auf einmal. Wollen wir spielen? Okay, der lässt sich zumindest weglocken, das weiß ich jetzt, aber es hilft mir noch nicht weiter. Alles klar. So, probier's nochmal damit. Zack, zack, zack. Na, zack, zack. Kleinigkeit. Wer bist du? Nicht alle gleichzeitig mich bemerken, bitte. Ja, und jetzt? Verdammter Mist. Ja, zu viel los. Okay. Wer bist du? Unvorbereitet geht das nicht. Dann wollen wir mal. Wenn ich ihn an irgendeiner Stelle töten könnte, wo es ruhig ist, dann wird's gehen. Wer bemerkt das jetzt? Niemand, die bemerken mich, nicht die Leiche. Die bemerken mich und nicht die Leiche. Mhm. Mhm. Und los. Okay, es ist alles grün. Hätte ich das gleich gewusst. Und los. Tja, und jetzt? Du lässt den da liegen. So. Jetzt habe ich das Rätsel gelöst. Ich dachte die ganze Zeit, es ist die Leiche, deswegen reagieren die so. Ich weiß nicht, ob er die Leiche letztendlich sehen würde. Das hat Wurfen, glaube ich. Aber ich mache einfach schnell. Kleinigkeit. Ja, komm schon. Okay. Fertig. Speichern. Der kommt ja nicht ins Haus, deswegen habe ich vor dem keine Angst. Wollen wir spielen? Jetzt kann ich mir den endlich krallen. Der ist einfach steif, schaut sich den schönen Baum an, weil Baum ist doll und so. Der schaut auch nochmal hier rüber. Zur Sache jetzt. Wer bist du? Oh nein, nein, nein. Dann wollen wir mal. Wer sind Sie? Ja, und jetzt? Okay. Vorwärts. Mhm. Dann wollen wir mal. Wer bist du? Nein, das war zu früh. Wo habe ich gespeichert? Ah, hier, okay. Jetzt oder nie? Ja, und jetzt? Kommt er jetzt gerade? Ja. Dann warte ich noch.
Der dreht sich ja im selben Zeitpunkt auch hier hin. Deswegen wäre das kein guter Moment. So, und da er ruhig ist, bewegt sich das Ding auch sehr viel langsamer. Alles klar. Nein! Wer hat mich ge... Wer bist du? Hat der mich gesehen oder... Ja, ich weiß es nicht. Wer seid ihr denn jetzt? Mit euch habe ich gar nichts eigentlich zu tun. Der hat den im Blick auch wieder. Ich muss echt... Okay, bricht das ab, egal was du da, was ich da für ein Quicktime-Ding gemacht habe. Ich kann ihn auch von hinten wahrscheinlich killen, aber... Angekommen. Weißt du, das sind sehr witzig. Einfach da kommt der Typ aus dem Nichts. Okay. Alles klar. Ah, du bewegst dich weiter, ich wusste es nicht. Angekommen. Ist der andere gerade da? Ja. Ja, jetzt geht's gerade nicht. Na, mal sehen. Auf geht's. Na, mal sehen. Ach, hallo. Beeilung. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Jemand hat's gesehen. Da kommt er auch schon. Ich hoffe, er sieht mich nicht pünktlich. Bist denn du? Beeilung. Ha! Nochmal. Weg damit. Hm? Hierhin mit dir. Die haben sich alle gegenseitig im Blick. An die habe ich null gedacht. Die waren mir eigentlich bis dato völlig egal. So. Beeilung. Du hattest deine Chance. Alles klar. Diesmal hat es keiner bemerkt. Ich weiß zwar nicht, ob es so gut ist. Vielleicht hätte ich den ja trotzdem ausschalten können, letztendlich. Aber was soll's. Jetzt weiß ich nur nicht, ob er wegen seinem Freund reagiert. Wenn ja, muss ich natürlich trotzdem ausschalten. Und los. Jetzt oder nie. Auf geht's. Mhm. Alles klar. Nicht schießen, nicht schießen. Nicht schießen. Ich gern Zielscheiben. Bleihaltige Luft hier. Okay. Ach, diese Psychos immer. Halt, halt. Mhm. Achso, hier ist schon einer. Jetzt oder nie. Uff. Drei sind mir zu viele. Also eigentlich nicht, ich könnte drei schießen, aber... Okay, ich habe leider viel kassiert. Und los. Ich muss die Leiche nochmal mitnehmen. Nee, schaffe ich nicht mehr. Schaffe ich nicht mehr. So, wie geht's unserem Freund eigentlich? Immer noch schön K.O. Sehr gut. Weiter geht's. Speichere ich kurz ab. Der Stand gefällt mir. Ja, und jetzt? Kann ich eigentlich?
Eigentlich ja. Auf geht's. Eigentlich ja. Weiter geht's. Jetzt oder nie. Auf geht's. Ruhe und Frieden. Du! Hey, nein, das war zu viel Schaden. Kleinigkeiten. Okay, aber eigentlich keine schlechte Taktik. Und los. Von hier die fertig zu machen. Die können nicht so schnell reagieren. Oder so. Diesmal hat es nicht mal jemand gecheckt. Dann wollen wir mal. Diesmal hat es nicht mal jemand gecheckt. Wer ist das? Oh oh. Alles klar. Weiter geht's. Was hast du? So, machst du irgendwas Gefährliches? Ja, du gehst aufs Pferd. Das ist was Gefährliches. Das ist was Gefährliches. Jetzt oder nie? Na, es wäre der richtige Moment gewesen. Vorwärts. Ah, verdammt! Gleichzeitig. Alles klar. Und los. Ich muss mich auch unbedingt von Doc verarzten lassen. Vorwärts. Jetzt muss ich schnell sein. Hat hier jemand einen Arzt gerufen? Dann funktioniert der ganze Plan auch. Ja, und jetzt? Das wird böse. Zur Sache jetzt. Jetzt macht er hier Alarm natürlich. Holt sein Pferd. Dann wird er gleich den Typen sehen und dann schalte ich ihn aus. Na komm, noch ein Tick. Jetzt oder nie. Langsam. Viel zu langsam. So. Liegt eher an derselben Stelle. Da macht's mir nichts. Das kann gespeichert werden. So, warum siehst du eigentlich hier durch den Zaun? Kleinigkeit. Beeilung. Dass er auf das Pferd reagiert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt oder nie. Aber okay. Auf geht's. Dann ist auch das erledigt. Angekommen. Hätte ich gewusst, dass man Pferde auch als Ablenkung benutzen kann, hätte ich es natürlich schon längst getan. Und jetzt? Wahrscheinlich eine andere, ein oder anderen Stelle hätte ich sogar direkt nutzen können. Doc, du holst dir deine Sachen. Ich weiß nicht. Könnte eng werden. Immer diese Warterei. Du kannst auch herkommen. Und du schnappst dir mal den von da hinten. Der bringt mir dort überhaupt nichts. Drängt. Auf geht's. So. Ich muss nur aufpassen, dass der... Ah ne, der ist ja weg, stimmt. Stimmt, ich habe ja mehr Ruhe als sonst. Die drei stehen hier noch hier. Ja, sieht doch besser aus. Wo gibt's hier Eingänge? Na ja, toll. Angekommen. Mal sehen, wie ich rankomme. Auf geht's. So. Schlaf schön, mein Freund. Achso, ich weiß aber nicht, wie ich ihn wieder aus dem Ding kriege. Deswegen mache ich es lieber außerhalb. Okay, die machen aber eh nichts. Angekommen. Ja, super. Schlägt der Alarm? Ich denke nicht. Der geht irgendwo hin, wo keiner mehr ist. Kommt da jemand raus?
Nö, keine Gegner. Sehr gut, dann interessiert es mich nicht. Hat hier jemand einen Arzt gerufen? Gehen wir es an. Was für ein Job. So, du siehst es nicht und... Okay, es muss getimed werden. Keiner hat ihn im Blick, richtig? Kleinigkeit. Wieder eine weniger. Kleinigkeit. Jetzt oder nie. Okay, ich schaffe ihn kurz weg. Jetzt habe ich auch auf das Gefängnis... Zumindest Sicht. Das ist Sam? Nee, das ist einer der Wachen, gell? Angekommen. Das ist einer der Wachen. Weiter geht's. Was für ein Job. So, für die Zellentür brauche ich ihn, aber nicht für diese Tür. Das sind halt drei Wachen. Beeilung. Junge, wer ist denn, dass er diese Geräusche macht? Oh Gott, das wird mich jetzt schon aufregen. Könnte eng werden. So, geh bitte in die Ecke, da wirst du nicht gesehen. Und jetzt muss ich eigentlich das hier machen. Ich werde mich vielleicht selbst damit erwischen, aber es macht ja nichts. Wo sind die Asgeier? Hey, du da! Hat ja Sepp... Ja, und jetzt? Wo bin ich? Ah, okay. Ich wittere Ärger. Neues Spiel? Geht gerade nicht. Die kann sich zurückhalten. Und nun? Hat hier jemand einen Arzt gerufen? Achso, den muss ich ja wieder umbringen. Ja, darauf habe ich nicht aufgepasst, okay. Wir sehen uns in Krieg ich aber wieder hin. Ja. So, kriegt ihr noch K.O.? Die Karte ist so schön leer. Okay. Der nächste bitte. Ja, schrei nur, renn nur. Ist mir egal. Benötigst du Hilfe mit dem? Nein! Hat hier jemand einen Arzt gerufen? Nein! 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 Was für ein Job. Ich habe nicht gesehen, dass er erwischt wurde. Und der letzte manuelle Speicherstand ist wann? Kate war der letzte... Oh Gott. Kate war der letzte manuelle Speicherstand. Hat hier jemand einen Arzt gerufen? Oh, petzen die schon wieder? Hallo? Sie? Oh nein, jetzt ist genau das passiert, wovor ich immer Angst hatte. Dass ein Quicksave schief geht. Okay, ich schau nochmal. Hat hier jemand einen Arzt gerufen? Was? Nein! Du sollst nicht weglaufen. Was jetzt? Ein Pferd? Hier! Warum liegst du denn hier? Okay, der wird wiederbelebt, klar. Was hast du? Zur Sache jetzt. Immer diese Warterei. Zur Sache jetzt. Hallo? Sie? Okay, ich kann es nicht verhindern. Auf geht's. Hat hier jemand einen Arzt gerufen? Ja, der kriegt doch nicht einen Schuss ab. Oder sogar zwei. Was hast du?
Die haben auch schon Alarm gerufen, gell? Die sind aus den Häusern zum Teil. Nein. Ich kann das ja auch nicht mehr bereinigen. Oh, nicht schon wieder. Nicht jetzt. Wo war ich? Okay, steh scheiße. Beeilung. Aber niemals angekommen. Gehen wir's an. Ich wittere Ärger. Zieht euch zurück. Oh, ich hab's geschafft. Hallo? Sie? Es geht ihm gut. Alkohol ist böse und so. Ups. Was hab ich gemacht? Screenshot. Wow, super. So nenne ich jetzt Screenshots. So nenne ich jetzt. Wollen wir spielen? Das war, wie gesagt, meine ganze Sorge, die ganze Zeit. Er macht halt immer nur einen und überschreibt diesen. Wenn er mehrere machen würde, man einstellen könnte, so speichere immer so 10 Quicksave und überschreibt dann erst. Wäre es praktischer. Ich hoffe, in Desperados 3 haben die das verbessert. Was machst du denn da eigentlich? Ich denke zwar, der ist alarmiert wegen etwas, aber es sieht eher so aus, als ob er kacken tut. Dann wollen wir mal. Was für ein Job. Zur Sache jetzt. Ich habe gespeichert. Jetzt kann alles schief gehen. Okay, und den hat letztendlich keiner im Auge. Wow. Auf geht's. So, den bringst du bitte weg. Was für ein Job. So, die Frage ist, warum hat das nicht geklappt vorhin mit meinem Schlafgastrick? Ich habe nur mich selbst erwischt, aber ich weiß nicht warum. Angekommen. Zur Sache jetzt. So. Alles klar. Wollen wir spielen? Ich wittere Ärger. Ja, und jetzt? Zack, zack. Wir sehen uns in der Hölle. Hey, bleib schön. Ja, so klappt es eh nicht. Wenn ich noch einen Schritt gehe, klappt das nicht. Was für ein Job. Den Ballon-Ding habe ich gar nicht genutzt, merke ich gerade. Schlechter Tag zum Sterben. Toll. Okay, diesmal habe ich es aufs Dach geworfen. Was für ein Job. Ob das gut geht? So, das musst du mir halt sagen. Das wird böse enden. Ich versteh's nicht. Ich bin doch im Haus. Natürlich, jetzt hat er mich gesehen, aber... Ich wittere Ärger. Die Flasche woanders hinwerfen? Ich hab so eine Ahnung. Ja, ich nicht. Ob das gut geht? Vielleicht visiert ihr immer das Dach an, das kann sein. Hat hier jemand einen Arzt gerufen? Wo sind die Asker? Nö. Hä? Was für ein Job. Ich wusste, das Geräusch geht mir irgendwann auf den Keks. Hey, du da. Ja, ist okay. Ich verstehe es nicht. Nein, nicht du. Hat dir jemand einen Arzt gerufen? Hey, ja, und wer da? Schau mal dort drüben nach. Gib mir Deckung. Gehen wir's an.
geht's natürlich auch, wenn ich ihn von außen kriege. Stopp! Achso, ja, witzig. Was für ein Job. Zur Sache jetzt. Ich wittere Ärger. Halt! Gehen wir's an. Was für ein Sichtradius, okay. Aber der Trick funktioniert eigentlich. Zack, zack, zack. Was für ein Job. Und du gehst jetzt weg. Gehen wir's an. Ich muss deinen Sichtradius natürlich im Blick haben, aber sonst geht das. Sag mir nicht, du siehst mich. Der hat mich aus der Entfernung gesehen. Was? Auf geht's. Der hat mich aus der Entfernung gesehen. Ja gut, wenn er durch Wände so gut hören kann, dann wahrscheinlich auch das da. Was sieht er denn? Ach, den Toten sieht er. Ich wittere Ärger. Okay, er hat ihn verfehlt, sehr gut. Gehen wir's an. Warum habe ich die Leiche liegen lassen auch? So, weg mit der Leiche. Dann habe ich zwar den losgeboten, aber es sind halt immer noch zwei da. Okay. Ich wittere Ärger. So, wie kriege ich hier den Rest hin? Ah, ja. Funktioniert das mit allen vielleicht? Wer da? Ja. Er geht nicht raus. Wir sehen uns in der Hölle. Wie geht's weiter? Toll, er hat seinen Blick auch immer auf die Tür gerichtet. Schlechter Tag zum Sterben. Das wird böse enden. Oh, das ist schön. Vorwärts. Und los. Na, mal sehen. Wenn es so geht, warum nicht? Du hattest deine Chance. Auf geht's. Jetzt oder nie. Ich wittere Ärger. Gehen wir's an. Kleinigkeit. Kannst du mal aufheben, danke. Weiter vorausgesetzt, geht's. Was für ein Job. Die können den sehen und du kannst jetzt einfach aufmachen, gell? Was ist passiert? Wie, was ist passiert? Deine Stadt ist überrannt. Hilft dir jetzt irgendwie? Löst du was aus? Ich dachte, jetzt gibt's einen Dialog. So im Sinne von Danke, du hast mich gerettet. Ach so, ich soll Dylan hierher bringen, okay. Kleinigkeit. Das ist ja kein Thema. Und dann ist die Mission geschafft? Ich wittere Ärger. Dann haben wir es so gut wie geschafft. Muss ich mich nicht mehr um die Gegner vor allem kümmern. Zur Sache jetzt. Ja, den Rest kannst du jetzt hier müssen rennen. Ich weiche mal ab. Vorwärts. So, dauert ein bisschen, aber dann haben wir es geschafft. Alles geglückt. Mehr oder weniger. Und die paar verlieren den Mut, sobald sie sehen, dass ihr Chef nicht mehr da ist. Dann wollen wir mal. Oh. So, nicht nur deine Freiheit hast du, sondern hier. Was ist passiert?
Tja, und jetzt? Alles geschafft. Perfekto. Vielen Dank. Sie haben meiner Stadt den Frieden wieder zurückgebracht. War uns ein Vergnügen. Und obendrein noch ein sehr einträgliches Vergnügen. Und wenn ich Ihnen noch einen Rat geben dürfte, Sheriff, lassen Sie niemals wieder so ein Gesindel in Ihre Stadt. Kommt, Leute. Da sind Sie auch eingesperrt. So kleine Zelle. Sehr gut, damit haben wir diese Mini-Story in der Demo geschafft. Okay, und das Spiel stürzt einfach ab.